einfach an. Okay, neue Insel, Eastbrook Park. Die kriegt man, wenn man die eine Insel da bekommen hat, also die alles freigeschaltet hat oder er den Boss besiegt hat. Und erstmal besiegt. Das hier? Ja, kümmert. Ja, ich glaube, wenn man den Boss besiegt, ich bin auch nicht mehr sicher. Kannst du jetzt aussuchen, oder? Nee. Das war nur so, um was zu bekommen. Hast du ja gesehen. Ach so, okay. Geld und, glaube ich, ein Squad-Charakter. Warte, schaut mal das. Also, es werden jetzt insgesamt noch zwei. Nach dieser Insel werden noch zwei. Oh, du warst wie's Vater. Noch zwei Inseln kommen, die man da machen kann. Eine. Und die wird auch lange dauern. Die ist auch schwer, ne? Oh. Bin das auch der letzte Gegner, der 50 Anforderungen. Oh, scheiße. Ey, die Musik geht doch ab. Warte, hab ich die Musik leiser gemacht? Warte, ein bisschen lauter. So. Warte mal, wenn... Nach dieser Insel kommt noch diese, warte, auf dieser einen Insel da... Diese Spaßinsel, ist da was Wichtiges? Wie Wichtiges? Oder ist sie einfach nur da, um... Sind das einfach nur Spiele, die man da machen kann? Nein, wirklich Knöpfe. Ach so, okay. Es gibt noch nach dieser Insel noch zwei andere Inseln. Die eine so eine Festtagsinsel und die andere... einfach sehen wir dann. Ja, so die andere ist bösartig. Ja, ist geil. Weil, wie kriegt man die denn? Also, wenn man... Boah, weiß nicht. Ich glaube, wenn du alles hattest, alle Inseln, wirklich alle Bosse gelebt hast, bin mir auch nicht mehr sicher. Aber ich glaube, das war so. Ach so, also alle Bosse besiegen bei den ganzen Inseln, da kriegt ihr diese letzte Insel. Alle Charaktere freischalten. Was, glaube ich, nicht allzu schwer ist. Ja, stimmt. Okay, alle Charaktere und alle Bosse besiegen bei jeder Insel, da kriegt ihr die letzte Insel, die schlimmste Insel. Wieso nochmal? Ach so. Guck, beide gegen mich. Diese Vermischung von den beiden Inseln, also Barati, Waffis Heimatinsel und Locktown, ist irgendwie witzig. Gute Zusammensetzung. So, oh, Chili-Pulver. Also noch gegen Zorro? Nein, Waffis Locktown. Was macht er da hinten? Kämpft er gegen Mühle oder was? Ja, so ein Vollpfosten. Kriegst du ein Spezial... Was denn? Kriegst du ein Spezial, wenn du mit Waffi hier kämpfst? Mit Sanji meine ich. Weiß nicht. Wegen Baratie. Oh! Sein, können wir gleich gucken. Ach so, wegen Baratie? Nein. Das ist nur die Slide-Video. Was ist das? Aber es könnte sein, weil die beiden und danach noch halt... Und danach noch Sanji halt so passt, aber weiß nicht. Können wir gleich gucken, was der Anfang da war. Gleich. Warte, warum wird's dunkel? Achso, Blitz kam. Wieso ist der da? Achso. Diese Insel macht so keinen Sinn. Gib ihm mal ganz schnell. Bingo-Verteidigung gemacht? Oh, jetzt Hitzemodus. Warte mal, soll ich Brook? Ja, Frankie meine ich. Ja, mach Frankie. Hat sich viel abgezogen? Ja. Oh Mann! Komm her. Einfach so. Jetzt wär's auch mit Flammen getroffen. Oh, okay, nicht. Okay, nein. Warte, wir haben zwei Inseln in zwei geschafft und da sind gerade so 4 Minuten vergangen. Das war noch kurz, das war nicht so, wer die meisten Punkte, dann muss er nicht die ganze Zeit. Okay, dann sind noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, wieder mal langer Part, Leute. So scheiße. Jetzt wieder, wer die meisten Punkte hat, ne? Oh. Enel, nein. Wieso hat der gerade die ganze Zeit geschrien? Hast du es gelesen? Nein, wieso hat Frankie so... Ja, hast du nicht gelesen, was sie gesagt hat? Was hat er denn gesagt? Du hast eine schwere Zeit. Mit deiner Nase, das ist doch diese Wild. Alle. Achso, oh. Hast du gesehen, Ena hat ja auch so eine. Das ist der Kuppel. Nicht so eine extrem große, schlimme Nase. Aber Ena war sowieso ein Sonderfall, der Bastard. Der dachte wirklich, auf dem Mond ist eine Paradies. Ja, er stark gedacht das. Warte, machen wir Start. Kurze Pause. Es geht weiter. Aber guck mal, wer hat. Guck mal, das erste Mal. Sein Schiff kann fliegen. Das war schon okay. Das ging ja.
Als nächste. Im Weltall gab es keinen, gibt es keinen Sauerstoff. Wie will er da überleben? Kommt er mal irgendwie am Anime wieder vor? Nein, oder? In der neuen Welt taucht er einmal auf. Ja, ist logisch. Sehr logisch, eigentlich. Weil er stark. Ah ja, glaubst du, eine, die drei Admiral, also Kizaru hat eine Chance gegen Enel, oder? Nein. Wieso? Kizaru ist das Licht und Enel ist nur Blitz. Und Licht ist schneller als... Ach, du, ach Kizaru, ich hab gerade mit jemandem verwechselt. Trotzdem, guck mal, was er alles gemacht hat, ey, Enel. Wie stark er dadurch geworden ist. Er kann ja nicht nur, er kann sich teleportieren, also richtig teleportieren, hat man ja gesehen. Ja, ey, Kizaru auch. Kizaru ist das Licht. Aber er hat nicht so viele Fähigkeiten. So. Okay, das weißt du nicht, das hast du bisher noch nicht gesehen, seine ganzen Fähigkeiten. Nee, doch, sein Schwert hat sie. Von also Kizaru? Ja, das ist ein Schwert nach grad. Ja, ich meine so, man, mit seinen Kampfeskräften kann man auch einfallsreich sein. Zum Beispiel hier, Enel könnte Gold produzieren. Und nach der Gold, nein, machen. Gold warm machen. Gold warm machen. Ja, oder so, okay. Aber, ach wirklich, hat er nicht Ruffy... Er hat das Gold so warm gemacht, dass er das Ruffys Händen dann auf seine Hand gemacht hat. Damit er diese Goldkugel... Hat er auch Gold bekommen? Gold hat er nicht bekommen, das hat er von seinem Schiff genommen, das Gold. Das Gold hat er genommen und hat es auf Ruffys Hand gemacht. War das so? Ja, er hat nicht Gold einfach so gemacht. Ohne, er kann ja nicht einfach so Gold machen, er ist doch nicht Gott. Er ist Enel. Ja, okay, aber trotzdem. Er konnte nicht Gold machen. Hm, das müssen wir mal sehen. Warte. Da, Akainui. Hat er gewonnen? Das weiß man nicht. Logia, das ist eine Frage für sich. Das kann man warte, nicht hatte Enel Haki? Nein, oder? Also was ähnliches. Achso, sowas meinst du. Er hatte das Mantora. Ja, das Mantora. Aber das ist sowas wie Haki, das haben wir ja bei Rayleigh erklärt. Ja, so ähnlich. Aber nur dieses Vorhersehen, mehr nicht. Okay, gegen wen hat er keine Chance gehabt? Mit Aokiji hat er keine Chance gehabt. Also hätte Aokiji keine Chance gegen Enel gehabt. Weiß ich, das kann man nicht beantworten, das sind Logi-Typen. Das kann man irgendwie nicht so richtig machen. Das ist schwierig. Das ist ein bisschen einfallslos, dass wir jedes Mal Ruffy kämpfen, oder? Das ist ein bisschen einfallslos, dass wir ganz immer mit Ruffy kämpfen, oder? Ja. Nicht mit anderen, ja, kann ich ja gleich mit Schau kämpfen. Okay. Bin nämlich auch nicht so schlecht. Nicht so, aber... Hat anderen wenig Leben. Was ist für ein Kampf? Jetzt habe ich nicht gelesen, was das für ein Kampf ist. Einfach besiegen, glaube ich mal, weil da ist nichts mit die meisten besiegt. Ach, Truhenkampf bestimmt. Weil... Mit Truhe besiegen? Also nur mit Items, die halt so hier sind. Ach, alle gegen mich! Verdammt! Normal, verrückt. Ich tue hier einfach. Mann, geht weg von mir! Sicher Runde! Okay. Schalt mal die Tür zu. Ich höre jetzt schon meine Mutter. Was macht Ruffys Vater da? Die Musik ist auch ein bisschen stumpf, finde ich. Okay, jetzt ist es ein bisschen geil, aber davor war es irgendwie stumpf. Ey, das ist voll langweilig, mit ganzen Kisten zu kämpfen. Ja, ich verliere sogar fast. Wieso? Die haben einen anderen Namen auch so viel wie du. Ja, aber die sind alle wie mich. Ja, trotzdem bringen die alle um. Guck, einer, tot. 2 und 3, glaube ich sogar. Okay, nein. Der kommt noch. Sag ich doch. Ja, dessen Bombe würde ich auch auf ihn schmeißen. Weil beide so ein bisschen mitnehmen. Warte, 8 Minuten haben wir. Wie viel haben wir jetzt geschafft? 4? 5? 4. Warte mal. 1. Okay, 4. Oh. 7. Oh Mann. Ich würde mehr Parts brauchen als 3. Das kämpft nur aus besser nichts zu tun. Soll ich deine Bestellung aufnehmen? Yeah. Gib ihm. Er hat gerade Onigiri gesagt. Er hat so Hunger, der Bastard. Oh nein, Don Creek. Ey, das Paprika, Möhre und... Ist der dritte Kartoffel? Nein, oder? Weiß nicht. Möhre, Zwiebel und... Jetzt, Robin ein? Tomate, nein. Warte. Ich hab ihn. 3000.
1000 Leben. Ach du Scheiße, Mann. Wie heißt der dritte von den beiden? Den Möhre, Zwiebel und Karotte. Na, Möhre ist ja Karotte, so gesagt. Paprika. Ja, Paprika, stimmt. Ich kann mir Kartoffeln und Tomate. Und Exodir. Hä, warum hat die... Ach ja, er ist etwas Leben bekommen. Machst du was, Brooke? Hat er was in... Ah, er greift jetzt von oben an, oder? Egal. Ja, mit Zauber war es schwieriger. Eindeutig. Ein plus Koteletts gegessen. Ich höre meine Schwester draußen hier, obwohl ich ja gesagt habe, die soll sich verpissen. Ja, genau so hast du gesagt. Ich geh mal von hier. Ach nein. Warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich hab mich verzählt, es sind noch mehr Inseln. Oh. Ja, mit so ein bisschen Wechseln sehen. Mit Nami jetzt mal nach der Reihenfolge so. Nein, immer mit Levels sind besser. Welche Level ist das? Anforderung? Wissen wir. Oh nein, weiß nicht. Okay. Yeah, also, mit Falkenauge und so. Warte, Falkenauge. Da gibt's ja auch bestimmt ein Spezial. Wer ist der Fisch? Ah, das ist Pandaman. Ja. Wer weiß. Effekt. Wer weiß. Odachi? Pandaman, Odachi. Ach ja, sieben Samurai vielleicht. Spezial. Doki. Ist noch ein Samurai? Effekt, was heißt Effekt grün? Weiß, wer ist das? Achso, Albtraum Raffi? Ja. Finden wir auch noch ein, hier, 7 Samurai. Hier. Krokodil zählt noch dazu, warte, ich werde gucken. 7 Samurai. Erhöht normale Angriffskraft. Ist gut. Gut so. Ja. Man muss immer sowas. Meine schwarzen Schwerter kommst du nicht. Sei nicht so auffällig. Wie läuft es mit deinem Plan? Alles bereit? Kooperation, Geheimplan, Leute. Oh. Mit dir kann man nicht spielen, oder? Mit Captain Black kann man nicht spielen, oder? Nein. Ja, musst du so viel Schaden ein. Was macht ihr da? Ist seine Verteidigung irgendwie erhört worden? Oder warum zieht ihn. Weiß nicht. Ich will mal gleich mal. Kann ich mal gleich ausprobieren? Don Flamingo und so. Was? Ach so, wir haben gar nicht gelesen, was da. Ich glaube, wir müssen die Kisten beschützen. Beschütze alle Schatten, ja. So ein Bastard. Wir lesen das nicht. Egal jetzt. Egal, aber ich kann ja so lange beschäftigen. Nicht auf die. Oh nein. So weg mit dir. Ein Bastard ist das. Warte gleich mal Don Flamingo. Ne, jetzt mal. Hallo Don Flamingo, kommst du mal? Ich glaube, er muss erstmal angreifen. Ja, das ist so ein Konter, glaube ich. Ach so. Setz mal Morian, der ist gut. Was macht der denn? Der ist schon weg, glaube ich. Ja. Egal, du hast geschafft. Egal, fall ins Wasser. Doch. Bin die Figuren abgeschlossen. Hier, Level up für Don Flamingo. Ich blutze hier, komm. Doppelte Angriffskraft. Bin ich dein Gegner, doppelte Angriffskraft. Ich bin kurz wieder Ruffy. Die sind ja immer stärker, deshalb. Ach so, okay. Und du musst dann damit essen. Ich soll mal irgendwas anderes sagen. Kimochi, Kimochi, Momocho. Leckt mich doch, ihr Bastarde. Okay.
Händen. Wie viel sammelst du schon? Den hier ist gesund, hast du ja gelesen. Der Schaden von den Hilfscharakteren? Ja. Hast du jetzt ihn besiegt? Ich weiß, aber ich glaube, ist ja nicht mehr besiegt. Los, mach was. Er macht da nichts, der Bast. Du willst angreifen? Jetzt kommt Blitz auf dich. Also Blitz würde dir eigentlich bei dir nichts abziehen, oder? Ja, trotzdem, aber. Ein bisschen kleine Schüsse hier sein. Ja. Das muss doch ein bisschen logisch sein, hallo? Bisschen Logik kann nicht schaden. Eine neue Naruto-Folge ist draußen. Heute ist rausgekommen. Heute ist auch nur Mittwoch. Ja, ne? Warum Mittwoch? Keine Ahnung. Donnerstag kommt es eigentlich meistens raus, aber... Naja. Nicht immer. Anderen Charakter? Nein. Level 49, hast du nicht gesehen? Antworten. Ach so. Warte, mit Melissa könntest du. Er ist auch 50, hallo? Ich will Melissa kämpfen fahren. Wie hast du es geschafft, ihn zu leveln? Hallo, ich habe eine Taktik. Ach ja, bei Bo Hancock, die sehen sie da mit der... Nein, eine andere. Ich hab noch eine andere. Mit dem Kochtopf, weil... ich kann dir mal gleich zeigen. Bei Impel Down? Nein. Ich kann dir gleich zeigen. Was haben wir gesagt? Das ist irgendwas mit dem Kochtopf oder so. Weiß nicht. Ich kann dir mal gleich zeigen. Solche Bastarde, die kämpfen irgendwie miteinander. War das noch einer? Nami, ach so. Ah, dann doch nicht. Achso, nein, doch nicht. Ich habe noch eine gesehen. Kommt her. Hast du jemanden getroffen? Der ist noch nicht explodiert. Hat jetzt Burg irgendwas gemacht? Weiß nichts. Manchmal kommt er mir so sinnlos vor. Okay. Oh, shit. Oh nein. Nein, er trifft mich nicht. Aber er kriegt vielleicht einen Kill. Ach, ich den Joker, das nervt nicht. Sein Vater nervt die so richtig. Nein, verdammt. Oh nein, warte. Ich hab ihn besiegt. Du hast ihn? Ja. Aber wieso hat er dann? Nee, er hat ja auch schon einen Kill. Ach so. Oh, jetzt hab ich's. Ach so, okay, jetzt bist du da Führende. Ja. Gleich Frankie einsetzen? Kannst machen. Ah, du musst ein bisschen weiter nach links dann, wenn es treffen soll, oder nicht? Okay, Toro ist tot. Komm, einmal Spitzartige muss sein. Oh Mann. An dem Video, verdammt. Ich irgendwie könnte ich gar nicht mehr. Gardos gewonnen, das ist das Wichtigste. Warte, wie viele Inseln kommen noch? Jetzt noch vier, oder? Nein. Doch, eins. Oh nein. Sechs. Oh, okay. Ein bisschen haben wir damit nicht K.O. geht. Mit Zorro? Ja, ich glaube, ich habe so eine Taktik. Los, okay, ja, es ist. Oh nein, yeah. Zwei Schützen. Du Scheiße. Och, cool. Jetzt sehen wir mal deren Kräfte. Was musst du machen? Sie beschützen. Du sollst Nami beschützen? Ja. Deswegen, was haben die gegen Frauen? Frauen ist. Richtige Frauenschänder. Was haben die gegen Frauen, diese Bastarde? Okay, die nerven auch manchmal, aber trotzdem. Man muss ja nicht gleich verprügeln. Ich gehe jetzt einfach mal Hilfs. Ach du Scheiße. Das sah grausam aus. Nami wird's überleben, oder? Weiß nicht, zähl mal.
Wieso haut sie noch ab? Warum bleibt sie nicht bei dir?